Hallo und herzlich willkommen zum Numerologiekalender von und mit Brunhilde Feiner. Der heutige Zeitcode-Schlüssel besteht aus der 9, 1 und der 5 und ich werde dir gleich erklären, was das bedeutet. Ein kleines, kurzes Vorwort: Das Datum heute, der 13. Oktober 2016, bedeutet nicht einfach nur, dass heute der 13. Oktober 2016 ist, sondern hinter jeder Zahl steckt eine Energie, eine Qualität und das ist mit Zeitcode-Schlüssel gemeint. Und wenn du diese Energien kennst, dann kannst du dementsprechend künftig dein Leben auch anders planen, deine Handlungen eben auch diesen Zeitqualitäten anpassen, so wie es für dich stimmig ist. Und wir beginnen ganz oben. Ganz oben ist der größte Zyklus sozusagen. Das Jahr 2016 hat die Energie der 9 und so geht es in diesem Jahr 2016 darum, Dinge zu einem Ende zu bringen, Dinge zu einem Abschluss zu bringen, Dinge einfach zu vervollständigen, zu vervollkommnen. Zur 9 gehört aber auch die Qualität der Wohltätigkeit. Denn wenn du einen Zyklus durchlaufen hast, sagen wir auch einen Entwicklungszyklus von der 1 bis zur 9, und bevor du dann wieder neu beginnst, hast du einiges durchgemacht und so weißt du, dass es letztlich auch immer darum geht, ja, einfach etwas auch für andere zu tun, ohne damit auch bestimmte Zwecke zu verfolgen oder Erwartungen zu haben, sprich nicht unbedingt für Geld oder für Anerkennung oder für sonst etwas, sondern einfach nur, weil du weißt, dass es wichtig ist, auch wohltätigen Zwecken nachzugehen, um eben auch einen Beitrag hier zu leisten, ohne dafür etwas zu erwarten. Auch das ist die Qualität der 9, die auch sehr gut in dieses Jahr mit hineinpasst. Gut, dann gehen wir eine Ebene weiter nach unten. Hier wird es jetzt kleiner, der Zeitraum wird kürzer und zwar befinden wir uns jetzt in dem Monat Oktober. Kombiniert mit dem Jahr 2016 ergibt dieser Monat die Zeitqualität der 1. Also dieser Monat schwingt in der Energie der 1. Was bedeutet die 1? Die 1 ist der Anfang. Sie stellt genau das andere Ende der 9 dar. Sprich, es kann kein Ende geben ohne einen Anfang und es kann kein Anfang geben ohne ein Ende. Die 2 gehören sozusagen zusammen. Nur ist die 1 eben am anderen Ende der 9 und so kannst du in diesem Monat, Oktober, Dinge neu beginnen, neu starten, erste Schritte unternehmen, was auch immer dich beschäftigt. Jetzt ist der Monat, damit anzufangen. Und jetzt zoomen wir uns noch weiter runter. Der Bereich wird noch kleiner, noch viel, viel, viel kleiner. Und wir kommen an dem heutigen Tag an, am 13. Oktober 2016. Und heute haben wir die Qualität der 5. Und die Energie der 5 findest du heraus, indem du einfach die Quersumme von dem heutigen Datum nimmst und so lange, ja, die Quersumme bildest, bis eine einstellige Zahl dabei herauskommt. Bei der 5 geht es darum, die Qualität der Freiheit auszuleben, die Qualität der Unabhängigkeit. Es geht darum, ein gewisses Abenteuer heute mit zu integrieren, ein Stück weit Grenzen, Strukturen, Festgefahrenes zu sprengen und aufzubrechen. Ja, Vorsicht vor Übermut, das wäre dann wieder zu viel. Jedoch generell einfach dem Abenteurer in dir heute Raum zu geben, Freiheit auszuleben, dafür ist dieser Tag sehr gut geeignet. Die Numerologie kann natürlich noch viel mehr. Sie kann dir auch deine Lebensaufgabe verraten anhand deines Geburtsdatums. Und dafür klick jetzt bitte unterhalb dieses Videos auf den Link, um dort den gratis Numerologie-Report anzufordern. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um mit mir täglich dem Zeitcode-Schlüssel ja, näher zu kommen, um dadurch auch dich darin zu üben, einfach die Zeit künftig auch anders zu betrachten, aus einem anderen Licht heraus zu sehen. Denn wenn wir mal überlegen, wir sagen, unsere 3D-Welt definieren wir aktuell über Raum und Zeit. Und wir reden so schnell einfach mal dahin, ja, ja klar, hier geht es um Raum und Zeit, aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Was bedeutet eigentlich Zeit? Was bedeutet Raum? Auch das wäre interessant.
Aber wir beschäftigen uns ja hier erstmal mit dem Zeitcode-Schlüssel und so versuchen wir erstmal den Zeitcode zu entschlüsseln. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute und bis morgen. Ciao, ciao.